Die fliegende Kiste. Die Strahlen der Morgensonne fielen durch das Fenster und kitzelten Bruno, den kleinen Bär, aus dem Schlaf. Er hatte wunderbar geschlafen und wusste gleich beim Aufwachen, dass dies ein außergewöhnlicher Tag werden würde. Nachdem Bruno ein Glas Milch und ein Honigbrot zum Frühstück gegessen hatte, öffnete er die Tür und trat vors Haus. Da war schon die erste Überraschung. Vor dem Haus lag eine Kiste. Gestern Abend war die Kiste noch nicht da gewesen. Wem sie wohl gehört? Seltsam. Bruno untersuchte die Kiste näher. Sie war leer. Doch als der kleine Bär in die Kiste stieg, begann sie plötzlich zu schweben. Die Kiste stieg mit Bruno immer höher in den Himmel und flog davon. Am Anfang fürchtete sich der Bär etwas. Doch als er merkte, dass die Kiste ganz ruhig in der Luft lag, begann er den Flug zu genießen. Als er eine Weile so geflogen war, sah Bruno eine Katze, die ein Hund auf den Wipfel eines Baumes gejagt hatte. Bruno wollte der Katze helfen. Als ob die fliegende Kiste Brunos Gedanken erraten hätte, schwebte sie auf den Baum zu und hielt dicht neben dem Wipfel an. »Schnell, steig ein!« sagte Bruno zu der Katze. »Danke«, sagte die Katze und sprang in die fliegende Kiste. Die Kiste flog mit Bruno und der Katze weiter. Da sahen sie plötzlich auf einem Hügel einen brennenden Turm. Aus dem oberen Fenster des Turms rief ein kleines Schweinchen im Pyjama um Hilfe. Und wieder wurde die fliegende Kiste langsamer, schwebte zum Turm und hielt unter dem Fenster an. Bruno und die Katze halfen dem Schweinchen beim Umsteigen in die Kiste. »Danke, das war Rettung in letzter Minute«, sagte das Schweinchen. Nun trug die Kiste schon drei unfreiwillige Fluggäste durch die Luft. Doch wohin wollte sie mit ihnen fliegen? Was hatte die Kiste vor? Bald darauf kamen sie zum Meer und die fliegende Kiste schwebte ohne zu zögern aufs weite Wasser hinaus. Als sie einige Stunden so geflogen waren, sahen die drei in der Kiste ein Segelschiff, das gerade unterging, und zwei Mäuse, die sich auf eine schwimmende Schiffsplanke gerettet hatten. Und was machte die fliegende Kiste? Selbstverständlich schwebte sie sofort tiefer und hielt dicht über dem Wasser an. Bruno und die Katze zogen die Mäuse an Bord. Und weiter ging die Reise. Am Nachmittag verdunkelte sich der Himmel. Ein Gewitter zog auf. Da erblickten die fünf in der Kiste plötzlich eine Insel mit einem Gebäude, das wie ein Schloss aussah. Die Kiste flog schnurstracks darauf zu und landete auf dem Platz vor dem Schloss. Ein freundlicher alter Mann begrüßte Bruno, die Katze, das Schweinchen und die Mäuse als seine Gäste. Es war Hugus, der Zauberer, und ihm gehörte auch die fliegende Kiste. Der Zauberer hatte Bruno die Kiste geschickt, um allen zu helfen, die in Not waren. Er bat seine Gäste ins Innere des Schlosses, wo er einen Tisch voll leckerer Speisen herbeizauberte. Die fünf ließen es sich schmecken, während draußen das Gewitter niederging.